Morgen, Herr Petzold, wir befinden uns hier in Ottensoos. Was genau ist hier passiert? Ja, heute in den frühen Dienstagmorgenstunden raubten zwei zunächst unbekannte Männer ein Fahrzeug aus einem Wohnanwesen in Hersbruck. Im Rahmen der darauffolgenden Flucht kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist es so, dass gegen 1 Uhr zwei bislang oder zunächst unbekannte Männer ein Wohnanwesen in Hersbruck betraten und unter Gewaltanwendung das Fahrzeug des Hauseigentümers raubten. Nachbarn wurden auf das Raubgeschehen aufmerksam, verständigten die Polizei. Daraufhin liefen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen an. In diesem Zusammenhang befuhr eine Streifenbesatzung der PI Lauf die B14 in Richtung Hersbruck. Auf Höhe Reichenschwand kam ihnen das geraubte Fahrzeug mit sehr hoher Geschwindigkeit entgegen. Die Streife wendete in Hersbruck, nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf, hielt dabei einen gebührenden Abstand von mehreren hundert Metern, auch aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Das geraubte Fahrzeug verließ dann kurz vor Ottensoos im Bereich des Industriegebietes Bräunleinsberg die B14. Und der Fahrer verlor dann offenbar aufgrund der Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und flog letztendlich in die Lagerhalle eines Getränkehändlers. Die zwei Fahrer des Fahrzeugs, die mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter von 20 und 22 Jahren, wurden hierbei schwer verletzt und befinden sich jetzt auch in medizinischer Versorgung in verschiedenen Krankenhäusern. Der Hauseigentümer wurde durch die Gewaltanwendung, die vorangegangene, ebenfalls verletzt und befindet sich auch stationär in einem Krankenhaus. Die Schwabacher Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen zur Aufklärung des Tatgeschehens übernommen. In dem Zusammenhang wurden auch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Und was die Hintergründe der Tat sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.